So, da sind wir wieder. Wollen wir mal schauen, was wir hier machen können? Wir schauen uns den Mechanismus erstmal an, würde ich sagen. Gerade eben hat man ja nicht so viel gesehen. Okay, na, nach arabischen Zeichen sieht mir das ja jetzt nicht aus, ne? Sondern eher nach irgendwelchen Köpfen. Ich erkenne einen Pharao, Anubis, Horus und... Ich weiß gar nicht, was das ist. Was irgendwo mal umdreht. Das könnte ein Widderkopf sein. Aber mir fällt niemand ein, was das für einer sein könnte, ehrlich gesagt. Na gut. Also wir haben vier Köpfe und ich nehme an, wir müssen die in die richtige Reihenfolge bringen. Aber ich würde sagen... Kommen wir ja wieder raus, vielleicht auch. Ich würde gern... Hallo? So? Ah, mit Escape, sehr gut. Ich würde nämlich sagen, wir gehen erstmal in die große Halle und sprechen vielleicht mal mit Direktor Mokhtar. Vielleicht hat der nämlich ein paar Anhaltspunkte dafür. Oder wir schauen uns einfach hier die... Ja, schauen wir uns doch mal die Kanopen an hier drüben. Vielleicht hilft uns das weiter. Verschiedene Gefäße. Vielleicht wurden darin Grabbeilagen verwahrt. Die Deckel stellen Tiere und einen Menschen dar. Aber das alleine hilft mir noch nicht weiter. Verschiedene Gefäße. Ja, da steht doch bestimmt irgendwas dran, oder? Die Deckel stellen Tiere... Na toll. Okay, dann noch den Sarkophag. Ansonsten halt doch Direktor Mokhtar, denn der hat bestimmt irgendwelche Hinweise, denke ich mal, oder? Oh, lass dir Zeit. Passt schon. Das Museum hat immer noch viel zu bieten. Trotz all der sinnlosen Zerstörung in der Schatzkammer. Das Museum hat... Das ist alles? Ernsthaft? Na gut, dann gehen wir die Treppe hoch. Können wir vielleicht ein bisschen schneller. Ah, der läuft so langsam. Ich würde sagen, da reden wir mal mit Direktor Mokhtar, denn der wird ja bestimmt ein bisschen Ahnung davon haben und würde uns bestimmt was dazu sagen können. Und vielleicht kennt er diesen Mechanismus ja sogar. Ach, er geht sogar automatisch gleich dahin. Das ist auch gut. Ich habe einen anderen Ausgang gefunden. Weg. Der Rabe hat ein Loch in den Boden der Schatzkammer gesprengt. Unter ihr befindet sich ein verborgener Keller. Es sieht nicht gut aus. Was ist denn mit der Akustik los? Warum spinnt er das auf einmal so rum? Direktor Mokhtar? Ich glaube nicht, dass die Polizei schon eingetroffen ist. Wir dürfen dem Raben keinen Fluchtweg bieten. Vielleicht nicht. Ich habe eine Spur. Sehr wohl, Herr Direktor. Ich frage mich echt, was hier mit dem Einsprecher los ist, dass das auf einmal so leise und so hallend vor allem auch ist. Der Keller unter der Schatzkammer. Wussten Sie davon? In dem Raum befinden sich Karten und Aufzeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Was könnte es damit auf sich haben? Widerstand? Die Ägypter haben mit den Nazis zusammengearbeitet? Also haben die Rebellen den Nazis Informationen zugespielt. Und dafür brauchten sie geheime Kommandostellen. Verborgene Räume, geheime Keller? Warum gibt es solche Sachen hier? Mystische Zeremonien im Fackelschein mit dem Baumeister von einst. Freimaurer. Solche Dinge. Und heute schreiben wir ein neues Kapitel. Okay, aber wenn er davon weiß, wieso zur Hölle hat er dann nicht vorher mal geschaut, ob dort nicht vielleicht was sein könnte? Naja, was soll's. Ich habe diese arabischen Schriftzeichen entdeckt. Was bedeuten sie? Und das bedeutet? Es ist wichtig. Die Söhne des Horus spielen beim Schattensignal eine wichtige Rolle. Vier Söhne, vier Kanonen. Gefäße in den Leben.
Haben die vier bestimmte Symbole? Mensch, Pavian, Schakal und Falke. Schauen Sie unten in der Kussmatte. Söhne des Horus, Gefäße und Gedärme. Verstanden. Ja, die haben wir ja schon gefunden. Es wird alles gut. Warten Sie hier. Wo steht eigentlich der Kostke? Er hält Wache in der Schatzkammer. Ja, er kann ja auch einfach hier unten hingehen und ihn fragen. Die Tür ist ja immer noch ein Stück offen. Ja, er kann von mir aus auch... Sie werden mich nicht aufhalten. Jemand hat ihr halbes Museum in Schutt und Asche gelegt. Und ich bin die beste Chance, dass diesem jemand das Handwerk gelegt wird. Ach so. Ich dachte jetzt nicht, dass er das sagt. Ich dachte, er würde sagen, lassen Sie sich nicht aufhalten. Naja gut, ist eigentlich auch egal, denke ich mal. Okay, hier an der Tür können wir da vielleicht auch mit dem Constable reden? Ach, jetzt ist sie ganz zu. Alleine kann ich das Tor nicht öffnen. Und ich will es auch gar nicht. Ich habe meinen eigenen Eingang in den Keller. Der Constable glaubt, dass ich unter ihm im Keller bin. Wenn ich ihn von hier aus rufe, könnte er vor Schreck ins Loch stürzen. Wirklich? Außerdem ist es von Vorteil, wenn er glaubt, es gebe nur einen Ausgang und er sei verschlossen. Das gibt mir mehr Zeit für meine Nachforschung. Wirklich, wirklich. Naja, gut. Er könnte vor Schreck ins Loch fallen. Oh. Gut, gehen wir mal wieder... Könntest du bitte das Inventar wegmachen? Dankeschön. So, gehen wir wieder in die Haupthalle und schauen uns nochmal die Kanopen an. Dass das ein Pavian darstellen soll, finde ich ein bisschen merkwürdig. Na gut. Aber vielleicht kann er ja jetzt mal sich ein bisschen was dazu durchlesen, was dazu dran steht. Jetzt vielleicht? Das müssen die Kanopen sein, von denen der Direktor gesprochen hat. Ein Gefäß für jeden der vier Söhne des Horus. Okay. Die hättest du dir ja auch schon vorher ansehen können. Ich meine, die Köpfe hätte man auch so erkennen können, ne? Auf dem Schild steht Amset Weber. Okay. Hier haben wir Duamutef Magen. Hapi Lunge. Gebersenuef Gedärme. So, wir haben... Die Gedärme sind unten, also ich vermute mal, dass es jetzt drauf ankommt, wie die Anordnung im Körper ist. Wir haben die Gedärme unten, das scheint... Haben wir das irgendwo hier mit stehen? Das Notizbuch. So, wo haben wir das denn? Notizen... Können wir vielleicht... Haben wir das hier so mit drin stehen? Nee, ne? So, Söhne des Horus, Hinweis. Oh, das kostet mich Punkte, das ist aber ärgerlich, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Oh, ich wusste nicht, dass mich das Punkte kostet. Das könntet ihr ja auch hinschreiben, wenn man auf den Hinweis klickt. Das ist ja gemein. Ich will eigentlich bloß nochmal die Zusammenfassung hier, Notizen. Ah, verdammt, ich will ja doch keine Punkte ausgeben. Das finde ich jetzt ärgerlich. Toll. Für nix und wieder nix. Vor allen Dingen ein Hinweis, den ich... für etwas, das ich sowieso schon gemacht habe. Oh, das finde ich jetzt echt ärgerlich gerade, weil ich eigentlich das ohne irgendwelche Hinweise durchspielen wollte und ohne die Hotspot-Anzeige benutzt zu haben und so. So, das wollte ich eigentlich ein bisschen vorblättern. Wobei ich ja auch nicht zu dem komme, was ich eigentlich will, glaube ich. Oder? Ganz am Ende irgendwo? Irgendwo muss doch stehen... Drei Schlüssel? Nee, das ist uninteressant. Alter, neuer Rabe. Irgendwo muss doch stehen, was er gerade aufgeschrieben hat, also das, was hier zu welchem gehört. Das erkennt man nämlich ziemlich schlecht. So, Museum, Fluchtweg des Raben. Er hat es nicht aufgeschrieben, toll. Doch hier, schön, danke. Hat mich das jetzt 100 Punkte gekostet, dass ich den Scheiß suchen musste. Also...
Aber er hat nicht dazu geschrieben, was ja was ist. Ich glaube, der Falke, Kebersen Nuev, war die Gedärme. Amset war die... Nein, Harpy war die Lunge, glaube ich, der Pavian. So, da haben wir... Amset war die Leber, kann das sein? Ich gehe nochmal nachschauen. So, schakalförmig. Hier haben wir Duamutef Magen. Schakal Magen. Auf dem Schild steht Amset Leber. Schakal und Mensch sind in der Mitte quasi. So, der Pavian ist die Lunge und ist damit oben. Harpy Lunge. Genau. Und der Falke als Gedärme müsste dann unten sein, den ich jetzt gerade gar nicht mehr auswählen kann hier, warum auch immer. Gut, gehen wir mal wieder rein und schauen mal. Ach, das mit den Punkten ärgert mich jetzt echt total gerade, weil ich wirklich ohne Punkte... Zähne? Sind Sie das? Hier spricht der Rabe. Wirklich. Haben Sie einen Ausgang gefunden? Nein, ich bin noch auf der Suche. Der Keller ist ziemlich groß. In Ordnung. Gehen Sie nur nicht zu weit weg. Das ärgert mich jetzt wirklich total, weil ich eigentlich ohne irgendwelche Punkte auszugeben durch das Spiel kommen wollte. Und das hat's mir jetzt gerade versaut, weil ich... Ja, wegen nichts und wieder nichts eigentlich. So, die Frage ist jetzt, muss es nach innen zeigen, um aktiv zu sein sozusagen? Oder muss es an den Außenseiten immer sein? Schauen wir mal. Mensch, Schakal, Falke, hier ist der Pavian. Mensch, Schakal. Und der Falke ist hier. So, das wäre jetzt quasi die Anordnung, aber vielleicht muss auch der Pavian nach oben zeigen. Drehen wir mal alle nach außen. Wir nutzen die roten Flächen, vielleicht ist das ja entscheidend. Wobei natürlich auch der Schakal und der Mensch, die können natürlich auch vertauscht sein. So, machen wir das nochmal so. Aber das bewirkt ja nichts. Also wir haben die zwei innen, hier ist der Schakal, der Pavian und hier unten ist der Falke. Haben wir sonst irgendwas, was wir hier aktivieren können? Ich glaube nicht, ne? Gut, drehen wir die nochmal nach außen. Oder wir müssen einfach die so drehen, dass sie richtig rum sind. Okay, hier zeigt es immer nach innen, nach oben. Okay, dann drehen wir mal den Menschen hier nach oben. Und hier wäre er so unwichtig, also dass sie quasi richtig rum angezeigt werden. Aber das scheint jetzt auch nicht unbedingt was zu bringen. Fehlt mir noch irgendein Gedanke? Also, ich hätte jetzt gedacht, dass es halt der Anordnung des Menschen, im Menschen entspricht. Aber das scheint ja nicht so richtig der Gedanke zu sein, ne? Gehen wir nochmal schauen. Vitrine. Wie zu erwarten war. Leer? Ja, die Vitrine hat den Sturz nicht überstanden. Der Dieb brauchte den Stein nur noch rausnehmen. Okay. Haben wir hier sonst noch was? Okay, er schaltet dann gleich wieder rüber. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Vitrine den Sturz mehr oder weniger unbeschadet übersteht. Und drei der vier Scheiben haben auch gehalten. Seltsam, seltsam. Da muss eigentlich jemand vorher präpariert haben irgendwie, oder? So, große Halle. Schauen wir nochmal hier drüben. Also, wenn präpariert worden sein müsste, dann müsste es natürlich jemand sein, der auch Zugang hatte. Und da wäre natürlich der Inspektor selbst schon ziemlich verdächtig, muss ich sagen. Okay, hier ist ansonsten wirklich gar nichts. Nochmal kurz raus. Vielleicht steht dort irgendwas zur Anordnung dieser Kanopen. Vielleicht ist es nicht die Lage im Körper, sondern wie die angeordnet sind in der Grabkammer. Das kann natürlich auch sein.